Ich vlogge wieder. Tag ist gekommen. Du meinst dein Bett, Schatz? Ach, der Wahnsinn. Was bist du denn aus? Wir werden Eltern. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, wenn hier aus der Schüssel direkt gegessen wird. Ihr müsst es probieren, Leute. Es ist einfach der Wahnsinn. Es ist so einfach zu machen, man kann das vorbereiten. Ich mache immer doppelte, dreifache Menge, damit es echt ein paar Tage hält. Einer meiner absoluten Lieblingssalate. Was machen wir jetzt für eine spannende Aufgabe? Steuern. Unser aller Lieblingsthema. Okay, irgendwas ist hier ganz eigenartig. Zu viel Geld, oder? Schön wär's. Irgendwie sind hier meine Belege durcheinander. Es geht darum, dass man welche, die noch heiraten. Aha, okay. Um dann die Dienstleister kennenzulernen. Genau. Ah, verstehe. Das ist die eine Sache. Also soll ich jetzt zurückschicken oder nicht? Ja, warte, weiß ich noch nicht. Ich rede hier noch. Weißt du eigentlich was? Ich vlogge wieder. Ich weiß nicht, irgendwie so ein Teil von mir, aber ich habe es irgendwie eine Zeit lang nicht gekonnt. Und jetzt habe ich gerade mal wieder Lust drauf. Ja. Die Sonne scheint. Ich mache mich jetzt fertig. Und zwar habe ich ein paar neue It Cosmetics Produkte. Ihr wisst, liebe, 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 liebe die It Cosmetics CC Cream. Dann gibt es noch ein richtig schönes Blush. Das kennt ihr auch. Das ist auch alles aus dieser Bye Bye Pores Reihe. Und wie ihr wisst, alles was Poren minimiert, bin ich dabei. Lip Flush Stain. So, ich habe meine Haare jetzt geglättet und diese Musik ist ein bisschen unser Guilty Pleasure. Wenn uns niemand sieht, hören wir das mal. Jetzt werde ich ein Video drehen, deswegen bin ich so fertig gemacht, Haare und so weiter. Und dann reden wir ein bisschen über Hunde-Content. Oder dann produziere ich ein bisschen Hunde-Content und zeige euch, was wir bis jetzt haben. Und ja, es ist halt, morgen ist es soweit und sein Hundebett ist schon fertig. Und oh mein Gott, ich freue mich so. Aber jetzt mache ich erstmal kurz vor allem. Jetzt drehe ich erstmal mein Video und dann sehen wir uns wieder. Ich trenne. Mina, es geht nicht. Nee, der. Oh. Ach Mann. Oh. Liebe, 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 liebe. Okay, von dem trenne ich mich auch. Oh, nein, ganz anders. Traurig. Hol das Bällchen. Ja, hol das Bällchen. So oder so ähnlich wird das denn hier bald aussehen. Also, willkommen in unserem Schlafzimmer. Wir haben hier schon, wir haben hier eigentlich immer einen großen, also hier, immer einen großen Teppich, den haben wir schon weggenommen. Und hier noch so einen kleinen Läufer. Für den Fall, dass der Kleine doch nochmal irgendwo hinmacht und sonst haben wir toi 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 keine Teppiche im Haus, dann ja, ist das halt nicht so schlimm hoffentlich. Und der kommt jetzt mal dazu. Das ist sein Bettchen. Also, wie fasse ich das denn mal kurz? Weil ich weiß, okay? Warten wir erstmal alle ab, bis wir ganz viele Kommentare schreiben. Dass ganz viele bestimmt schreiben werden, oh mein Gott, auf gar keinen Fall, das wird da alles kaputt kauen. Also, ich habe mich ganz lange, wie mit allem, bei diesem ganzen Hundethema, damit auseinandergesetzt, was kann man für ein Hundebett kaufen. Und alle, die ich irgendwie ansatzweise schön fand und sorry, aber in mein Haus kommt nichts, was extrem hässlich ist, fand ich halt alle zu teuer für einen Welpen. Also ich bezahle nicht 400 Euro für ein Hundebett, wo er vielleicht irgendwann nicht mehr reinpasst oder reinpiescht oder irgendwas auch immer oder was auch immer. Und der Korb hat jetzt 80 Euro gekostet. Wir haben, wie gesagt, hier ganz hier unten kommt noch so eine Schaumstoffmatte rein. Hier sind jetzt zwei Decken und noch verschiedene andere Decken, dass wir das halt alles waschen können. Das war mir halt wichtig. Und die man so waschbare Abzüge haben, die fand ich halt alle nicht schön oder waren halt richtig krass teuer
Und das fand ich für den Moment einfach zu viel. Diese Decke habe ich jetzt auch nochmal frisch gewaschen und der holen wir ihn dann morgen ab. Oh mein Gott. Genau. Und er wird dann ja wahrscheinlich auch nochmal hier und da eine Decke bekommen fürs Haus, weil wer weiß, ob er hier überhaupt schlafen will, nicht wahr? Genau. Das ist also ein kleines Bettchen. Das sind die zwei Spielzeuge, die wir schon haben. So einen Ball hat unser Nando auch immer gehabt. Also alle unsere Hunde haben die immer geliebt, obwohl sie die irgendwann auseinandergerupft haben. Und ja, das fand ich auch ganz süß. Genau, dann hat er noch ein paar Kissen und stellt euch sein kleines süßes Gesicht einfach mal hier drin vor. Ich flipp aus. Leine ist auch da. Das hat meinen Instagram-Nachrichteneingang explodieren lassen, dieses Teil. Deswegen ist hier auch der Kassenbon dahinter. Kommt zurück. Kleine Welpenkaussticks. Hundefutter. Oh mein Gott. Ich hätte einfach am liebsten 50 Hunde. Das ist mein Traum. Ich schneide jetzt mein Video, was ich eben gedreht habe. Ich musste meine Brille wieder aufsetzen. Ich habe in letzter Zeit wieder so krasse Kopfschmerzen mit meinen Linsen. Und es war jetzt Monate weg, gar nicht. Aber jetzt, ich kann es nicht. Ich habe die Linsen drin und ich habe einfach, oh, mein Kopf explodiert. Mein Bett ist auch noch nicht gemacht, obwohl es mitten am Tag ist. Das Leben ist jetzt schon außer Kontrolle, obwohl der Hund noch nicht mal da ist. Okay, ich schneide jetzt mein Video und dann wird hier heute, glaube ich, auch nicht mehr so viel passieren. Deswegen sehen wir uns morgen, weil morgen ist viel aufregender als heute. Dann werden wir Eltern. Wahnsinn, dass dieser Tag gekommen ist. Ich freue mich. Der Tag ist gekommen. Der Tag ist gekommen. Ich kann es gar nicht glauben. Hier was Kleines, vielleicht wenn er was kauen möchte auf der Fahrt. Die Decke habe ich auch. Es ist 8.30 Uhr. Ich habe schon mehrmals geweint heute. Gestern Abend auch. Deswegen musste ich mir auch einen Eyeliner ziehen mit meiner aufgequollenen Augen. Okay. Emotionales Wrack, aber in der besten Art und Weise, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Deswegen, ja, ich habe eben schon ein Bild bekommen von der Mama und die Balen heißt und unserem Kleinen, wie sie ihn nochmal abgeschlickert hat und so weiter. Da habe ich ja auch schon gleich wieder losgeheult. Okay, das ist übrigens mein Abhol- Wauzi-Look. So eine Jacke. Habe ich einfach nur ein weißes Hemd, aber ihr seht, da sind schon Flecken drauf. Deswegen, das ist eher so mein kann halt dreckig werden Oberteil. Und wenn mir warm wird, ziehe ich das einfach aus. Oder habe noch eine Jacke über. Meine Hausschuhe wechsle ich gleich noch in meine Blundstones. Und dann werden wir Hundeeltern, Hundeeltern, Hundeeltern. Oh mein Gott. Wie fühlst du dich? Freudig angespannt. Freudig angespannt, ja? Das ist richtig. Das stimmt. Willst du mal dein Bett, Schatz? Hm. Okay. Oh, warte, komm. Ich dachte gerade, kann ich die Treppe runterlaufen, weißt du? Ja. Oh oh. Jetzt schläft er hier ganz friedlich, ne? Und schnarcht vor sich hin.
da aber davor zweimal schon ins Haus gepinkelt und gekotzt. Und hier sieht es aus, als ob hier eine Bombe eingeschlagen hätte. So ist es wohl als Hundeeltern. So ist die Realität. Aber er liegt hier und schläft so süß. Das ist so unglaublich. Kleiner Schnarchi. Weißt du was? Wir haben den Leuten noch gar nicht erzählt, wie du heißt. Weil wir alle so aufgeregt sind heute den ganzen Tag. Bist du ein B-Wurf? Au! Bist du ein kleiner Jäger? Beo. Unser kleiner Beo. Süßeste kleine Maus auf der ganzen Welt. Hoppala. Ja, schön den Fußboden, ja. Das ist unser kleiner Beo. Wir waren schon ein paar Mal draußen und jetzt warten wir eigentlich, dass er mal irgendwie was Großes macht. Aber jedes Mal, wenn wir rausgehen, passiert da halt nichts. Aber wir denken die ganze Zeit, wenn er in irgendeine Ecke wandert, da wird es bestimmt gleich passieren. Also beobachten wir. Beobachten dich ganz genau. Jetzt schläft er in seinem Körbchen, nachdem er gerade ins Wohnzimmer groß gemacht hat. Und jetzt lassen wir ihn mal schlafen und gucken, wie die Nacht wird. Und dann berichte ich morgen. Unser Leben, Leute, jetzt. Vom Fußboden riechen, was da so liegt. Und? War es positiv? Okay, bis morgen. Guten Morgen. Was für eine Nacht. Och, guck mal, selbst mein Nagellack ist schon ab. Schlaflose Nacht, aber er hat nicht einmal ins Haus gemacht. Jetzt gehe ich zum Pi. Aha. Kurz unser Outfit. Okay, Beo muss pullern und wir kaufen dir jetzt ein Geschirr. Und die Hose hat mir seit 5 Jahren nicht gepasst. So. Hast du ein neues Geschirr bekommen? Ja, super. Super, Schatz. Wie kann man so süß sein? Danke. Ja, du bist jetzt abgeschrieben, aber das wussten wir ja schon. So. Das war ja der Plan. Ja, fein. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Wir müssen dich einmal sauber machen. Jetzt schön ins Bett. Ja. Hast du dich so vollgekleckert ins Bett gelegt? Komm, einmal ein bisschen. Ja. Einmal dein kleines, dreckiges Ohr vielleicht sauber machen? Oder kein Bock? Oder einfach kein Bock. Einfach so schlafen. Dieses Gesicht an. Das war gar nicht so einfach, mit dir ein Geschirr zu kaufen. Er ist nämlich in so einer Zwischengröße zwischen S und M. Das
So, und jetzt ein bisschen schlafen, okay? Jetzt ein bisschen schlafen. Dankeschön. That we were going places, turning the memories fading. It goes around like trouble. It all grew into hidden. Clouds are rolling in, rain rolls down my cheek. Thoughts of God would save me, but I'm left with my sins. Pictures from the past coming towards me like an ocean. Don't know where. Also heute Nacht war. Also es war mega gut. Er hat überhaupt nicht ins Haus gemacht oder irgendwas. Heute Nacht? Ja, genau. Den Tag über habt ihr ja gesehen. Da war noch ein bisschen, ja, das ist auch die Aufregung und alles, ne? Aber heute Nacht sind wir alle 2-3 Stunden raus und hat er auch was gemacht. Wir haben halt demnach nicht wirklich geschlafen, weil sobald er sich bewegt hat, waren wir beide so, was ist los? Aber er hört auch echt schon ein bisschen auf seinen Namen und wir sind ganz stolz. Also nach einem Tag macht er sich so, auch eben, als wir das Geschirr anprobiert haben, hat er auch nicht rumgejault oder rumgemeckert. Hat alle Leute angeguckt, die haben ihn alle angeguckt, ein paar haben ihn auch gestreichelt und ja, das fand ich alles voll in Ordnung und mega, mega stolz sind wir auf dich. Du süßestes, kleinstes Baby auf der ganzen Welt. Oh mein Gott, gib mir einen Kuss. Gib mir einen Kuss. Könnte ich den ganzen Tag angucken. So, wir lassen dich jetzt schlafen, ne? Du bist ganz müde. So, einmal hinlegen. Gute Nacht.